And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Last time we uh, spoke with the Inspector and um, Sergeant Mouet. We have nothing else that we want to ask them. We might want to call someone. Um, or not, in fact. Yeah, we don't want to call anyone. Um, Weil wir we können. Let us actually call Nicole. Maybe we, we can. Um, maybe we get some interesting dialogue. There's always the chance. Hier ist George. Ich habe diesen Marquet aufgestöbert. Das klingt doch mal gut. ja wenn ich ihn treffe, sage ich dir Bescheid. Okay, danke. Hm. A little bit of dialogue. Um, Okay, we won't go to the hospital right now because that might actually advance the game. Well, it probably won't, but um, I don't want um, to miss any dialogue. And I suppose that. Um, yeah, per so perhaps there's some dialogue in the museum, which we can't get otherwise. Aha, there is. Um, Lobineau, i suppose er ist ein dünner käsiger kerl mit einer zweifelhaften vorliebe für exotische kleidung meine mutter hat sich früher auch mal so gekleidet <laughs> i think it's safe to say that george doesn't like, um, verzeihung sind sie André lobineau live und in farbe möchten sie ein autogramm nein mir wurde gesagt dass sie mir vielleicht helfen könnten helfen? Ich heiße George Stobart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. Hm. Ähm. Um. Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Hm. Eine öffentliche Toilette? <laughs> Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Hm. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen, in jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem Gehängten Mann. Hm. Ich habe einen Hinweis auf Montfusson in Irland gefunden, in einem Dorf, das Lochmarn heißt. Lochmarn? Da hat doch Pigram gegraben. Genau, er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. We know him. Kennen Sie Pigram gut? Nicht besonders, ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer, Juli, glaube ich. In der zweiten Juliwoche? Hm. Kann sein, ja, stimmt. Kurz vor dem Tag der Bastille. Peacrum war also zur selben Zeit in Paris wie die anderen Opfer. Hä? Was für Opfer? Nichts, nur laut gedacht. Ähm. Um, little bit of breaking the fourth wall there. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Hm, too bad. Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen? Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich. Das weiß ich. Warum wollte Philipp sie so unbedingt loswerden? Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren. Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen Heiligen Orden bildeten. So how did he get rid of them then? Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ Philipp dann geschafft, sie auszulöschen? Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose. Franzose, So ein Zufall. Und wie praktisch für Philipp? Zufall hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen. Hm. Makes sense. Was hatte Philipp geplant? Was ist passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt. Hm, that's actually very interesting. Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden? Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest: Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte ihren Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben. Egal ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten hm. Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Sie beteuerten bis zum Ende ihre Unschuld. Hm. Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer. Unter der Folter gesteht ein Mann alles. Egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden. Aber da mussten die doch nicht mitmachen. Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide weggebrannt waren, als er vor Gericht erschien. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Es ist also keine Wahrheit an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht. Nicht ein Fünkchen, fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Oh, did it? Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm. Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen. Hm. Hmm. Let us go through the inventory quickly. Schauen Sie sich mal diese Nase an, Lubino. Die interessiert mich wirklich nicht, George. <laughs> a very direct, direct man. Um, do you know this man? It, it's a killer. Kommt Ihnen der Typ auf dem Foto bekannt vor? Nein. And that, for some reason, was voiced not by the guy voicing Lubino but the guy voicing Der uh, Security Guard. Hm. Ich habe dieses Jewel um, gefunden. interessieren. Was halten Sie hiervon? Der größte Edelstein, den ich je gesehen habe. Woher haben Sie den? Von Professor Pegrams Botenjungen. Hat Pegram das in seiner Ausgrabung gefunden? Ja, yeah, das war ein Templerschloss. Glauben Sie, dass es Teil eines Templerschatzes sein könnte? Oh nein, das wohl weniger. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu diesen Verrückten, die glauben, dass die Templer immer noch existieren. Ähm um, na ja, ich versuche das ganze möglichst unvoreingenommen zu betrachten. But I don't know what the one thing has to do with another. I mean, this could be part of the Templars treasure and the Templars could still be wiped. Out. I mean. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Hm. How about this tool? Was halten Sie von diesem Werkzeug? Interessant. Woher haben Sie das? Von einer Ausgrabung in Paris. <laughs> ich wusste gar nicht, dass in der Stadt gerade Ausgrabungen vorgenommen ah. werden. <laughs> that's funny. Actually, I'm glad I, I actually want to do the trouble of clicking on this item. Okay. Do we you know a club Alamut? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Alamut ist der Name von dem Ort, an dem die Hashashin ihr Hauptquartier hatten. Hm. Wo ist das? Irgendwo in der Gegend, die einmal Persien hieß. In moderner Geografie kenne ich mich leider nicht allzu gut aus. Auf der modernsten Karte, die ich habe, ist Amerika als englische Kolonie eingezeichnet. Hm. Wissen Sie, was das für weißes Pulver ist, André? Nein. Hm. Let me shake your hand. I, I like you. Ich möchte Ihnen gern die Hand geben, André. Nicht jetzt, George. Ah. Oh. Was sagt Ihnen dieses Taschentuch? Nichts. Okay, let us talk about the manuscript. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vraiment? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen, das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Hm. I think we've um excited his interest. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Bänker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit, Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Actually, one thing that I always liked about this game is the fact that um, you learn some real um, history about the Knights Templar. It's not just a stupid gimmick, um, but they actually went went to some troubles. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Hm. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. I think that's actually the ja. Um, uh, yeah. Oh, ne never mind. Okay. Um, I wanted to go on a tangent, but let's just move on. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ah, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Hm. Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Hm. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, yeah, es ist eine Frau. Ist es nur meine Einbildung oder erscheint da auf einmal wirklich ein raubtierhafter Glanz in seinem Auge? Auf einmal hat sich dieser freundliche Historiker in einen großen bösen Wolf verwandelt. I think now we've really picked, um, his Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah, wie, oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Ah, da kenne ich mich gut hm. aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Hmm. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. And when we will come back, folks, um, we'll probably go to the um, hospital. Or maybe not. In any case, until next time, folks. Until um, then.